Ja, ich lese ein Stück aus Jakob von Gunden von Robert Walser, ein Text, der mir sehr gefällt, weil der ironisch dumme Protagonist sehr schön den. Es geht um den Alltag im Internat, im Internat Benjaminta, in dem er lebt und das sehr schön hintertreibt. In der Unterrichtsstunde sitzen wir Schüler starr vor uns herblickend da, unbeweglich. Ich glaube, man darf sich nicht einmal die persönliche Nase putzen. Die Hände ruhen auf den Kniescheiben und sind während des Unterrichts unsichtbar. Hände sind die fünffingerigen Beweise der menschlichen Eitelkeit und Begehrlichkeit, daher bleiben sie unter den Tischen hübsch verborgen. Unsere Schülernasen haben die größte geistige Ähnlichkeit miteinander. Sie scheinen alle mehr oder weniger nach der Höhe zu streben, wobei die Einsicht in die Wirrnisse des Lebens leuchtend schwebt. Nasen von Zöglingen sollen stumpf und gestülpt erscheinen, so verlangt es die Vorschrift, die an alles denken und in der Tat unsere sämtlichen Riechwerkzeuge sind demütig und schamhaft gebogen. Sie sind wie von scharfen Messern kurz gehauen. Unsere Augen blicken stets ins gedankensvolle Leere, auch das will die Vorschrift. Eigentlich sollte man gar keine Augen haben, denn Augen sind frech und neugierig und Frechheit und Neugierde sind von fast jedem gesunden Standpunkt aus verdammenswert. Ziemlich ergötzlich sind die Ohren von uns Zöglingen. Sie wagen alle kaum zu horchen vor lauter gespannten Horchens. Sie zucken immer ein wenig, als fürchteten sie, von hinten plötzlich mahnend gezogen und in die Weite und Breite gerissen zu werden. Arme Ohren, dass die derart Angst ausstehen müssen, schlägt der Ton eines Rufes oder Befehls an diese Ohren, so vibrieren und zittern sie wie die Harfen, die berührt und gestört worden sind. Nun, es kommt ja auch vor, dass Zöglingsohren gern ein wenig schlafen. Und wie werden sie dann geweckt? Es ist eine Freude. Das Dressierteste an uns ist aber doch der Mund. Er ist stets gehorsam und devot zugekniffen. Es ist ja auch nur zu wahr. Ein offener Mund ist die gähnende Tatsache, dass der Besitzer desselben mit seinen paar Gedanken meist anderswo sich aufhält, als im Bereich und Lustgarten der Aufmerksamkeit. Ein festgeschlossener Mund deutet auf offene, gespannte Ohren. Daher müssen die Türen da unten unter dem Nasenflügelfenstern stets sorgsam verriegelt bleiben. Ein offener Mund ist ein Maul ohne weiteres und das weiß jeder von uns genau. Lippen dürfen nicht prangen und lüstern blühen in der bequemen, natürlichen Lage, sondern sie sollen gefalzt und gepresst sein zum Zeichen energischer Entsagung und Erwartung. Das tun wir Schüler alle. Wir gehen mit unseren Lippen laut bestehender Vorschrift sehr hart und grausam um und daher sehen wir alle so grimmig wie kommandierende Wachtmeister aus. Ein Unteroffizier will die Mienen seiner Soldaten bekanntlich genauso schnauzig und grimmig haben wie seine. Das passt ihm, denn er hat Humor in der Regel. Im Ernst, Gehorchende sehen meist genauso aus wie Befehlende. Ein Diener kann gar nicht anders als die Masken und Allüren seines Herrn annehmen, um sie gleichsam treuherzig fortzupflanzen. Unser verehrtes Fräulein ist ja nun gar kein solcher Feldwebel. Im Gegenteil, sie lächelt sehr oft. Ja, sie gestattet sich manchmal, um uns Murmeltiere von vorschriftsbefolgenden Menschen, Kindern einfach auszulachen. Aber sie gewärtigt eben, dass wir sie ruhig und ohne unsere Mienen zu verändern lachen lassen. Und das tun wir auch. Wir tun so, als hörten wir den süßen Silberton ihres Gelächters überhaupt nicht. Was sind wir für aparte Käuze? Unser Haar ist stets sauber und glatt gekämmt und gebürstet und jeder hat sich einen geraden Scheitel in die Welt da oben auf dem Kopf einzuschneiden, einen Kanal in die tiefschwarze oder blonde Haarerde. So gehört sich's. Scheitel sind nun einmal vorschriftsmäßig. Und daher, weil wir so reizend frisiert und gescheitelt sind, sehen wir uns alle eigentlich ähnlich, was für ein Schriftsteller zum Beispiel zum Totlachen wäre, wenn er uns besuchen, um uns in unserer Herrlichkeit und Wenigkeit zu studieren. Mag dieser Herr Schriftsteller zu Hause bleiben? Windbeutel sind das, die nur studieren, malen und Beobachtung anstellen wollen. Man lebe, man beobachtet sich's ganz von selber. Und der Fräulein Benjaminta würde übrigens solch einen hergewanderten, geregneten und geschneiten Artikelschreiber derart anherrschen, dass er vor Schreck über die Unfreundlichkeit des Empfangs zu Boden fiele. Nun, dann würde die Lehrerin, die es liebt, selbstherrlich zu verfahren, vielleicht zu uns sagen, geht, helft dem Herrn von der Erde aufstehen. Und dann würden wir Zöglinge des Instituts Benjaminta dem ungebetenen Gast zeigen, wo die Tür ist. Und das Stück neugierigen Schriftstellertums würde wieder verschwinden. Nein, das sind Fantasien. Zu uns kommen Herrschaften, die uns Knaben engagieren wollen und nicht Leute mit Schreibfedern hinter den Ohren.